Hey ho, heute gibt es ein etwas längeres Video. Es können noch zwei oder drei Teile werden. Noch keine Ahnung. Wir machen die Burger Party. Warum? Wieso? Weshalb? Mahlzeit. Ich habe Bambi Plattfuß eingeladen und da weiß ich, dass der sehr gern Burger isst und die kriegt er heute, bis er sich Platz. Ja, so ungefähr. Also es gibt viele verschiedene. Wir fangen an mit Ananasburger, aber das alles nachher drinnen, draußen an der Feuerplatte. Apropos Feuerplatte, da habe ich mir auch jemanden mehr oder weniger organisiert. Ein fleißiges Helferlein, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt bei mir. Servus. Unser Sandbändchen. Genau, bleibst du im Bild? Jo, der hat mir heute meinen alten Passat gebracht und ja, hat hervorragend gepasst. Gestern haben wir ihn gefragt, ob er mit seinem Hänger fahren könnte, das Auto herbringen. Letzte Fahrt, wer übrigens Passatteile braucht, 35i, kann sich an mich wenden. Und hat er sofort ja gesagt und da ist er. Gut, wir gehen aber jetzt dann rein, fangen mal mit der ersten Ladung an, mit den Ananasburgern, Hawaii-Burger, kann man nennen, wie man will. Und danach schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe jede Menge Buns eingekauft. Ja, ich habe damit kein Problem, weil ich kenne genug, die damit Probleme haben. Ja, es gibt viele, wo Probleme haben mit Buns, aber ich finde sie lecker. Brioche-Buns sind dabei, doppelte Buns, halbe Buns, viertelige Buns. Für dich reicht der viertelige. ja, ihr werdet es sehen. Geh mal rein. Feuerplatte zurechtgestellt und schon kam der Spruch vom Hiwi, kann ich gleich Holz hacken. Und da steht er schon. Macht uns das Holz ein bisschen kleiner. Ja, zum Feuerplatte anheizen komme ich dann mit raus. Aber jetzt gehen wir erst einmal zum Hackfleisch kneten. Was ist das hier jetzt? Menü. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, auf geht's. Nein. Fangen wir mal ganz schnell mit den Buns an, was ich mir geholt habe. Ich habe jetzt die Butcher's Buns mir geholt. Ich bin mit denen eigentlich relativ sehr zufrieden. Besonders die Brioche Buns haben es mir angetan. Ja, leider haben es mal wieder nur ein Packel gehabt. Das andere habe ich noch vom letzten Mal gehabt. Dann habe ich hier solche Zwischendinger gekauft mit dem Zwischenboden. Die nehme ich jetzt für die Ananasteile. Und dann noch normale Burgerbrötchen. Und wenn die nicht reichen, backt uns Schatzi halt schnell welche. Gut, aber als nächstes gehen wir zum Hackfleisch. Hier haben wir das Hackfleisch. 5, 6, 700 Gramm. Und ich wollte ja jetzt vom Johnny das Caribbean Spice nehmen. Aber Bambi Blattfuß hat mir gerade eine Nachricht ausgerichtet. Johnny, der hier ist nur für dich ganz alleine. So, und jetzt nehme ich es trotzdem. Okay, dann habe ich mir überlegt, ein bisschen an Käse haben wir mit drauf. Natürlich die Buns, wie ich es gesagt habe. Ananas und aus dem Saft der Ananas mit Mayonnaise. Ist überhaupt noch haltbar? Steht da wirklich 20.08.18 drauf? Ja. Also ich glaube, ich brauche keine Mayonnaise von 2018. Es steht drauf mindestens. Mindestens 2018. Also riechen tut sie normal. Häng mal deinen Finger rein und schläg ab. Ich tät sie nicht mehr nutzen. Ja, tät sie nicht mehr nutzen. Also manchmal gibt es Kühlschrankfunde. Die wandern einfach bloß noch in die Tonne. Ja, Leute. Also ich gucke jetzt noch nach einer anderen Mayonnaise. Daraus will ich noch ein Sößchen basteln und dann legen wir definitiv los. So, Mayonnaise gefunden, die nehmen wir jetzt und legen wir los, werden wir groß. Achso, und Ananassaft brauche ich ja auch noch dazu. Und dann eben was von unserem Caribbean Spice rein. Na, Johnny, das krümelt aber.
So. Sollte uns ausreichen. Und dann wird das Ganze ordentlich durchgeknetet. Und hinterher in 5 gleich große Kugeln. Das mache ich jetzt. Und danach sehen wir uns schon wieder für das Söschen. Ziemlich genau 150 Gramm jedes einzelne Bällchen. Also passt wunderbar. Dann kommt das jetzt noch kurz in die Kühlung und wir widmen uns hier jetzt gleich dem Söschen. Keine Ahnung, was da dabei jetzt rauskommt. Ich probiere es einfach mal aus. Freie Schnauze. So, das muss ausreichen. Bisschen Zitrone, nicht zu viel. Wir hätten jetzt hier auch noch was mit Kokos machen können, aber das wollte ich jetzt nicht. Oder Kokosraspeln rein. Müsste ich glatt mal meinen Schatz fragen, ob wir noch Kokosraspeln haben. Also das war jetzt gerade ein bisschen Curry. Nochmal was von dem rein. Ja, also ich muss sagen, das Höschen kommt jetzt so langsam genau in meine Richtung, wie ich das haben möchte. Aber ich taste mich da eben vorsichtiger ran. Ein klein bisschen von dem Curry noch. Oh. Probier mal. Gut, aber ich würde noch einen Schucker Zitrone rein. Ein Schucker Zitrone. Na, hier kannst du den abschlecken, jetzt ist gut. Oh, geil. Gut. Das Löschen fertig und dann gehen wir mit unseren Zutaten nachher dann, sobald die Feuerplatte angeheizt ist, nach draußen. Mein Lieblingsfeierdeife ist auch aktiv, hat die Feuerplatte angeheizt und jetzt warten wir ganz einfach noch, bis es ordentlich warm ist. Tivi, schon mal mit einer Feuerplatte gearbeitet? Nein. Gut, Premiere. Jo. Alles da, was wir benötigen? Dann würde ich mal sagen, fangen wir an, die Buns auf der Platte zu pressen. Die Buns, die Patties. Genau, die Patties. Also gehen wir an die Platte rüber. Da kommt ja sogar schon Duft raus, wenn man die Schüssel bloß aufmacht. So. Also ihr seht, wenn man da keine speziellen Spirenzchen macht mit dem Hackfleisch, dann funktioniert das mit der Presse hervorragend. Dann werde ich hier hinten gleich einmal auch die Buns antoasten. Beziehungsweise einmal ringsrum. Sobald die Buns fertig sind, drehen wir dann auch die Patties um, kommt der Käse drauf und die Ananas. Thank you.
Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe da zwei Ananasscheiben drauf. So Freunde, und jetzt, ob das jetzt zum Nachmachen geeignet ist, weiß ich nicht. Das weiß ich hinterher, wenn ich meine Haare noch habe. Also es geht. Ja, und dann können wir schon anfangen, unsere Burger so langsam zusammenbauen. Aber das machen wir drüben am Tisch. So, dann unsere super köstliche, leckere Soße. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte kleinere Burger machen, aber mein Gott, das funktioniert halt nicht immer ganz so. Jetzt brauchen wir bloß noch schnell Piekser. Tada, fertig sind sie. Und dann, Soße an meine Finger, können wir sie uns schmecken lassen. Jawohl. Wenn das nicht mal ein amtlicher Burger ist, eigentlich wirklich komplett einfach. Und ja, probieren wir mal. Beiß ich rein oder schneide ich mir den? Ich glaube, ich schneide wieder. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Aber euch kann ich jetzt noch schnell zeigen, wie der von innen aussieht. Nachdem ich mir das Stück hier in heiß gesteckt habe. Okay. Schnelles Fazit, weil danach geht es ja gleich weiter. Kreation hervorragend mit der Mayonnaise, mit dem Gewürz und dem Curry drin. Absolut top. Mit den Ananas, bisschen flambiert. Geile Nummer. Lecker, ja, nein? Sehr lecker, wird nachgemacht. Schatzi? Sehr gut. Kannst du morgen gleich wieder machen. Einmal frei. Wunderbar. Okay. Nächste Szene, nächster Burger. Wir brauchen einen Spieß. Oh, ja. Spieß. Oh, da haben wir gleich unseren Anschnitt. Und kannst du gleich halbieren. Und so sehen die Burger innen aus.